Aber halt eingebildet, nicht? Du meinst psychosomatisch? Ja, sag ich ja, psychomatisch. Das ist doch ein Schmarrn, wenn man sich im Fuß bricht, dann ist doch das nicht psychosomatisch. Ja, bei meiner Tante schon, gell, weil die hat sich eingebildet, dass bei ihr im Wohnzimmer eine Ratte ist. Jetzt ist sie auf dem Stuhl aufgekupft, gell. Und dann ist sie aber da ausgerutscht, jetzt hat sie sich eingebildet, dass sie sich am Vorhang festhalten kann. Aber das ist ja ein Schmarrn. Jetzt ist der abgerissen, jetzt ist sie durchs offene Fenster rausgeflogen, unten in die Rosenstreiche rein, dann hat sie sich einen Fuß gebrochen, da herum, da schau, direkt da herum hat sie einen gebrochen. Ja, Oberschenkelhalsbruch. Nein, nur Oberschenkel. Alles nicht. Ja, und das nur, weil sie gemeint hat, sie sieht der Ratz. Ja, das war die Ratte von dem Punker, der nebenan wohnt, nicht normalerweise. Ja, aber hat sie sich das eingebildet oder hat sie den Ratz wirklich gesehen? Ja, das weiß ich ja nicht. Gell? Also ich bilde mir ein, dass die Ratte schon echt war. Gell? Ja, oder eingebildet halt. Gell? Ja, ebenfalls hat es geheißen, psychomatisch. Weißt du was, Eli, jetzt meine ich, gibst mir nur eine halbe, hä? Ja, morgen wieder. Heute ist Feierabend, Heinze. Gell, Pfirti. Ja, dann bis morgen, Pfirti, ja. Eli. Gell? Dann komme ich morgen wieder normalerweise. Ja, ja. Morgen erzähl ich dir dann, was man machen muss, wenn man einen Herzinfarkt hat. Ja, das machst du. Eli, weil da muss man ganz was anderes machen wie bei einem Schlaganfall. Bestimmt. Ja. Eli, hast du gewusst, dass Marienkäfer, dass die gar keine Thrombose kriegen können, weil die haben ganz dünne Füßerl, haben die bloß. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, genau. Eli, die Stadtwerke, jetzt wollen sie mir für einen Gasanschluss, wollen sie mir reinlegen, aber das Schmarrn, ich brauche gar kein Gas normalerweise. Ist schon recht. Eli, du hast du gewusst, die Germanen, die haben gar kein Bier getrunken, die haben ein Met, haben die immer. Ja, hör Gott noch einmal. Wird Elli ihren Kiosk jemals schließen können? Wird Heinz jemals seine blöde Schnauze halten normalerweise? Sehen Sie auch unsere nächste Folge, wenn es heißt... Elli, ich glaube, der liebe Gott, der hat gar keinen so einen langen weißen Bart. Der hat ein Dings, hat der, die hat einen Schnauze und einen Fasonschnitt. Sind wir ehrlich, das Kabarett-Business ist ein Haifischbecken. Hier zählt das Gesetz des Stärkeren, hier herrscht Hauen und Stechen. In diesem Geschäft gibt es keine Freunde, nur Feinde. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Mein jetziger Gast ist nicht nur ein Kollege, sondern auch ein wunderbarer Freund. Meine Damen und Herren, Willi Astor! Servus, guten Abend. Danke für die nette Begrüßung. Jeder Musiker träumt in seinem ganzen Leben davon, dass er mal so etwas Ähnliches hat wie ein paar Hits. Ich selber habe also auch schon, also im Sommer zum Beispiel, habe ich immer eine wahnsinnige Hits. Und ich möchte Ihnen erstmal die Hits vorspielen, die wirklich alle von mir sind. Ich habe vor vielen Jahren meine Kassetten an Plattenfirmen geschickt und haben die gesagt, ja, das klingt ganz gut, bitte rufen Sie uns nicht mehr an. Und ein halbes Jahr später höre ich meine Nummern von Phil Collins im Radio. Man hat mir also schon sehr, sehr viele Hits geklaut und ich möchte Ihnen jetzt in einer einmaligen Sonderaufführung im Bayerischen Fernsehen mal die Hits vorspielen, die wirklich alle von mir sind, aber jetzt im Original. Einschi. Wo der Zweite ist, ich weiß es nicht. Gestern fuhren's noch nebenand, als ich auf den beiden stand. Doch halt früh vor einer Fahrt. Einschi. Wo der Zweite ist, ich weiß es nicht. In meiner Küche ist es aufgeräumt, da herrscht Ordnung in den Schränken. Das ist, wovon jede Hausfrau träumt. Wie schaffe ich das, werden Sie sich denken. Das Allerwichtigste sind dabei Plastikboxen. Ich nehme sie her für Wurst und Käse und für Ochsen. Und zum Geburtstag kriegte ich von meinem Schatz das Topmodell. Ich hab die Super Limited Edition, Super
Tuba. Tuba, Tuba, Tuba. Tuba, 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 Tuba. Am Freitag auf Nacht, da küsste er sie in seinem Auto zwischen ihre Ski. Im Stubaitoi, dann nennen sie ihn Mr. Spock. Sie reißt ihm beim Küssen sein Mützen weg und kriegt einen Schock. Er hatte schiefe Ohren, wow, 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 schiefe Ohren, wow, 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 wow. Es gibt einen Österreicher, der heißt Niki Lau. Niki Lau, da wenn er will, dann kriegt er jede Frau. Er kommt wirklich super gut bei jeder Schnecke an. Ich weiß auch an was, das liegt woran. Amor, 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 biri 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 biri. Ich bin ein Wal, der sich nicht viel bewegt. Doch dafür wirke ich extrem gepflegt. Die Fische sagen, lass dich küssen, Paul. Ich dufte einfach lecker aus dem Maul. Aus meinem Mund, da riecht es toll. Ich fress nur Plankton mit Menthol. Ich hab ein Apartment am Fuße des Vesuvs. Und wenn der mal ausbricht, dann kommt der heiße Fluss. Und wenn ich dann Hunger hab, dann ist das doch nicht so schlimm. Ja, dann easy Lava, weil heiße Lava doch so gesund ist. Ja, dann easy Lava, weil ich die Lava so gerne mag. Die Weiber manchmal hab ich's dick, zum Frühstück brech ich ihr's Genick. Will ins Bad, schreit sie mir, Schatz, lass mich schnell vor dir. Und schon schließt sie hinter sich die Tür. Da ich gutmütig bin, denk ich mir, lass sie plätschern, die Frau. Und kurz drauf komm ich rein, schau in Ausguss und denk mir, die Sau. Voll Haare, oh, oh, oh. Voll Haare. Stimmung im Fernsehstudio. Es waren die vier Beatles so schön am Pofen. Sie schliefen alle fest und tief vorm Kachelofen. Plötzlich wacht der Schlagzeuger auf, nimmt eine Zigarette. Wenn zu seinem großen Glück nicht etwas gefehlt hätte. Denn wer gibt dem Ringo Feier? Wer gibt dem Ringo Feier? Am Ringo Feier. Er war verliebt in die Frau von seinem Chef. Hat sich nicht getraut, ihr zu sagen, hey Tina, ich finde dich toll. Doch nach zwei Flaschen Sekt ist er einfach zu ihr hingerennt. Der Alkohol hat ihn enthemmt. Dann greift er an Arsch von Tina. Ich singe hier als Bratwurst. Ich hab nicht viel gekost. Und du hast Hunger. Darum leg mich auf den Rost. Ich brutzel von alleine. Du kannst doch nebenbei Tischtennis spielen. Grilling me softly beim Ping-Pong. Grilling me softly. Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Ich sammel, wenn es regnet, gerne Würmer auf und steck sie dann in einen Kübel rein. Und wenn der dann voll ist, schütte ich den Kübel, wenn du badest, in die Wanne rein. Weil ich dich im Bad mit dem Eimer beliefer. Der Onkel Erwin konnte nachts nicht schlafen, weil seine Nachbarin mal wieder einen neuen Stecher mit nach Hause gebracht hat. Und als er im ganzen Hause Ohrenstöpsel gesucht, aber keine gefunden hat, da ist ihm eingefallen, dass im Kühlschrank noch diese weichen italienischen Kartoffelteigklößchen waren. Ja, und die hat er sich dann reingestopft, der Onkel Erwin. Knock, knock, knocki in Erwins Ohr. Knock, knock, knocki in Erwins Ohr. Als der Wladimir Putin dieser Ruse nachts geträumt hat von der schönen Tusse, sagt die Tusse, ich leg mich jetzt unter dich und dann bist du dran, liebe mich mit deinem Spitz.
Putin ins Ritz. Spinnst du, ja, sauer abgerannt, ha? Das war aus deinem Programm, aus dem momentanen, oder? Ja, das ist ein Teil aus meinem derzeitigen Jubiläumsprogramm. Ich bin ja mit meinem 25-jährigen Jubiläumsprogramm 25 auf Tour. Jahre. Mir ja. kommt es vor, wie wenn es ja. vor 25 Jahren gewesen war. Also vor einem Vierteljahrhundert. Spielst du in München auch irgendwann? Ja, ich spiele in München am 5. Dezember, also so in der Weihnachtszeit im Audimax an der in der schönen LMU. Wir haben ja, du warst im März ja schon mal da, bei mir in der Sendung haben wir ja ausgemacht, weil wir haben Ausschnitte gezeigt aus der Willi Aster Show. Das war so eine Fernsehsendung, die wir mal gemacht haben, zwar nicht vor 25 Jahren, aber vor 35 Jahren, glaube ich. Nein, vor 15 Jahren war das, haben wir die Willi Aster Show gemacht, hier fürs Bayerische Fernsehen, haben wir da einen Ausschnitt gezeigt und dann haben wir gesagt, Mensch, das kann man doch einfach nochmal machen, kommst du im Herbst nochmal? Show hockt er da. Ja. Und dann zeigen wir doch einfach nochmal einen schönen kleinen Ausschnitt aus der Willi Aster Show. So, haben wir irgendwas zu verzollen? Nein. Keine Drogen? Nein, nix. So, dann machen wir da mal den Kofferraum auf. Ja, und was ist denn das? Das ist der Schlafanzug von meiner Oma. Keine Drogen? Nein. Ja, was haben wir denn da? Ja, das gehört meiner Oma. Das braucht's, dass sie sich im Schlussverkauf verteidigen kann. Keine Drogen drin? Nein, nur Kugeln. Ja, was ist denn das? Ja, das ist die Medizin von meiner Oma. Keine Drogen? Nein. Na, zdravie! Ja. Ja, was ist denn nachher das? Ja, das ist meine Oma. Was? Keine Drogen? Nein, sag ich doch die ganze Zeit. Ist doch kein Problem, Junge. Gibt's doch bei mir alles zu kaufen. Und erst jetzt schauen wir so ganz kurz, das ist mein absoluter Lieblings-Sketch, kann man sagen, aus der Willi Aster Show. Den schauen wir uns jetzt so schnell an. Oh, Mensch, hab ich den Hunger. Meinst du, das dauert noch lang? Ah, das dauert noch ewig. Das sind ja noch mindestens 1200 vor Christus. Bin ich heiß? Ja, Willi, du kommst ja nachher nochmal. Du spielst nachher dankenswerterweise in einem Sketch von uns noch mit. Da hast du ja eine größere Rolle. Größere Rolle, tragende, schiebende eigentlich schon fast mehr. Schiebende Rolle, da schiebt er nochmal, oder Willi? Ja. Ja, und sehen wir uns gleich nochmal. Ja, danke, bis nachher. Willi Astor. So, und jetzt schauen wir mal, ob Sie uns nicht wieder extrem lustige Sachen geschickt haben, aber da bin ich mir ganz sicher, Sie haben das. Und zwar Urlaubszeit ist ja rum, waren viele Leute unterwegs, geht man auch oft zum Essen. Und da sind uns auch wieder Speisenkarten geschickt worden und da eine wunderbare, da gibt es so verschiedene Sachen. Unter anderem gibt es dann halt auch mehrere Gerichte vom Schwein und das darf ich immer bestellen vom Schwein. Da steht dort ein Hühnerfrikassee. Hühnerfrikassee vom Schwein, das ist was extrem Leckeres, gell? Also, noch lieber mag ja ich einen Rinderbraten vom Pferd, aber das ist schon auch gut. Und danach geht man halt noch auf ein Fest, zum Beispiel, wenn Sie in der Nähe der Gemeinde Berglen sind. Gemeinde Berglen, da gibt es ein Lindenfest. Und da, ja, ich wollte hingehen, aber ich habe nicht genau gewusst, wann, weil das war an zwei Tagen, schauen Sie her, und zwar... Aber ich hab's dann ganz lassen, weil ich im Kalender nachgeschaut, am 35. hätte ich noch Zeit gehabt, aber da war dann das Fest nicht mehr. Und
Bibione. Wenn Sie in Bibione auf einem Zeltplatz Ihren Urlaub verbringen möchten,